Nein, 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 nein. Das bitte zurück ins Wasser. Zurück ins Wasser. Nein. Nein, Delfin. Da ist das Wasser. So. Bitte, sonst bleibt doch wieder drin. Hey. Gut, was die hier machen, ne? So. So, den Trockenbeton, den platziere ich hier erstmal so hin, weil ich habe jetzt keinen Bock, den sie hier alle voll zu machen. Ich überlege jetzt tatsächlich auch kürzere Folgen zu machen. Also 15 Minuten Uncut-Folgen finde ich dann teilweise doch ein bisschen lang, dass ich da mal so in 10 bis 12 Minuten Bereich gehe. Vielleicht gucken dann noch mehr Leute die Folgen oder bekommen dann etwas höhere Watchtime, denn ich glaube, das ist auch ein bisschen abschreckend, wenn da immer so lange Folgen und Uncut. Vielleicht werde ich auch irgendwann mal, wenn etwas mehr Action ist, Folgen schneiden, wobei ich mich auch frage, was ich hier eigentlich bei so einem Minecraft-Let's Play schneiden will. Gut, wenn ich jetzt so recht überlege, da gibt es ja eher so weniger. Was wir aber auch mal machen wollen, ist dann so mehr Events oder überhaupt mal Events, zum Beispiel, dass wir einfach versuchen, mit der Großteil der Gruppe irgendwie ein großes PvP-Event zu machen oder sonst irgendwas, dass man dann dafür dann eine PvP-Arena baut. Aber so. Okay, das mag ich nicht in dieser ganzen Wasserphysik von Minecraft. Dass da alles so scheiße sich ausbreitet. Bra. So. So. Zack. Der Leopold hat es mit seinem Haus gemacht, dass er immer so sich auf Türmen hochgestackt hat. Und dann, jo. Würde ich sagen, von oben das Wasser hat runterlaufen lassen, hat sich dann von oben runtergebaut. Mache ich jetzt eher weniger. Aber naja. So, hier schön, genau, HK3-Spitzhacke. Kann ich jetzt hier schön Beton abbauen? Oder überlege ich, komm, nutze ich jetzt schnell die Effizienz? Ja. Ich habe noch genügend Effizienz, Spitzhacken und sonst irgendwas. Die zwei Stacks schaden jetzt auch nicht. Deswegen schnell hier abbauen. Ich will auf jeden Fall für das Strandhaus ein sehr, sehr helles Thema haben. Also, dass ich dann halt eben Birkenholz verwende und dann eventuell denke ich an die Ecken. Stimmt, an die Ecken könnte ich Beton machen oder sowas. Also, ich guck mal. Ich werde irgendwas finden. Diorit fällt mir gerade ein. Kann man auch verwenden. Gucke ich dann gleich mal. Ich glaube, ich habe sogar noch ein bisschen. Und sonst frage ich halt mal, ob wir die anderen. Aber das wird jetzt nicht in dieser Folge gemacht mit Diorit. Wobei, ich stimme nicht wort. Wenn, dann würde ich es eher so als Grundlage nehmen. Komm, ich hole mir schnell das Diorit. Kann ich währenddessen ja gleich noch die Wolle mitnehmen. Genau, da die gute alte Hauskuh, die Emma hier. Ne? Ich glaube, ich habe ja genügend Namensschilder. Ich glaube, ich benenne die jetzt einfach mal direkt. Guck mal so. Ah ne, den Seetang kann man nicht essen. Ich glaube, damals doch der getrocknete Seetang. Da habe ich noch Gold drin. So. Das kommt in die Ender Chest. Das will ich nicht verlieren. So. Nützliches. Ich habe hier ein paar Namensschilder. Deswegen Hauskuh. Oder warte mal. Die Hauskuh Emma. Zack. So. Jetzt wird die umbenannt. Genau, hier mit meinen ganzen Hunden, mit dem Pferd will ich auch mal echt das Ganze hier ausbauen. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass hier die. Kommt, warte mal, also, dass hier die Tiere gerade noch so auf dem Holzboden sitzen und aus irgendeinem Grund in die Ecken gedrängt sind. Aber naja. Also, zack,
Die Haus Emma. Ich muss auch sagen, dass sie nie despawned ist. Finde ich sehr schön, dass du hier in meiner Nähe ist und dann nie despawned. Obwohl ich oft mal etwas weiter weggelaufen bin. So. Jetzt gehe ich also wieder runter, hole mir den getrockneten Seetang. Wieder zurück. Da, genau. Was heißt wieder zurück? Hol mir den. Genau. Also, ich glaube, ihr seht, was ich da meine. So. Gut. Den Rest habe ich da irgendwo drin. Nö, dann packe ich den gerade da rein. Oh, ich muss mir das hinsetzen. So. Da. Braune Wolle kommt da rein. Den Diorit wollte ich holen, genau. Ja, sehr schön. Ordentlich Diorit. Warte, wie sieht es aus mit poliertem? Genau, das gepolierten Diorit. Muss ich mal gucken, was sieht wie aus? Macht kaum einen Unterschied, finde ich. Nein. Dann loggen wir mal. Da schauen wir dann später mal. Aber ja, alles, ja. Denk schon. Zack, zack. Ich habe auch ordentlich Kies noch mit dabei. Wo ich stehe immer? Da, ich stehe immer. Sehr gut. So. Perfekt. Klatsch. Gucken erstmal. Oder ob ich dann den polierten nehme. Ich glaube, der polierte eignet sich sehr gut für einen Boden. Während ja, der normale Diorit sich dann eher für das eignet, was ich vorhabe. Ihr werdet gleich sehen, was das ist. So, normaler Diorit hier. Perfekt. Also, dann mache ich mich mal ans Bauen ran. Gucken wir erstmal hier so ein bisschen, wie denn so die Blockpalette aussehen würde. Ja, wobei. Nee. So, und dann gucke ich jetzt mal, wie würde das mit Diorit hier an der Seite aussehen. Das waren jetzt 5 Blöcke. 1, 2, 3, 4, 5. Mal folgendes machen. Oh. Schade, ich hätte gedacht, es wäre schon dunkel genug. So. Quarz kann ich dann auch noch nehmen, fällt mir gerade auf. Stimmt, Quarz ist auch noch was sehr Helles, da ich dann eventuell Quarz annehmen, aber ich glaube, für ein Strandhaus braucht man das eher weniger. Weiß nicht. Ah, irgendwie passt das hier an der Seite doch nicht so. Da ist die Axt kaputt. So. Schnell ins Bettchen legen. Ich glaube, da passt das hier dann schon besser für ein Strandhaus. Und dann nehme ich den polierten Diorit dann später als Boden. Dann klatsche ich mir jetzt erstmal nochmal einen halben weiteren Stack. So. Da muss ich jetzt echt mal gucken, was sich dafür eignet. Ich will jetzt irgendwie nicht so viel Stein verwenden, sondern eigentlich eher beim Holz bleiben. Die Frage, kann man für so ein kleines, gemütliches Strandhaus einfach so was machen? Naja, ich denke schon. So, mache ich mir mal schnell eine Axt. Kann wieder weg. So. Jo. Dann gucke ich jetzt erstmal hier ein paar Ideen. Dass der offizielle Eingang vielleicht hier vorne dann sein wird. Jo. Dann baue ich den hier mal hin. Das werde ich später alles mal umändern ein bisschen. Vier. So. Ich überlege jetzt, ob ich ein größeres, nee, ich glaube, reicht das hier? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal 10. Das will ich nicht. Ich will 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal 10. 11 passt. Oder 9.
Nee, ich glaube, ich nehme sogar 13. Passt, habe ich ein bisschen Platz, wobei. Nee, 13 ist zu groß. 11. 11 ist gut. Dann kann man hier noch irgendwas hinbauen. Und da haben wir das. Kühe. Stimmt. Aha, da kann man dann so eine kleine Kuhfarm hinbauen oder sonst irgendwas. Jo. Okay. Hier wurde es irgendwie runtergegraben. Interessant. Genau, hier ist dieser Fluss. Und da ist das hier. Gucken wir mal einfach, was ich hier hinbauen kann. Also, ja. Das waren jetzt erstmal so ein paar Anfänge, so ein paar Ideen. Ich gucke jetzt mal, wie genau ich das dann hier alles gestalten werde. Ob ich da noch irgendwas hinbauen will. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall da hinten, wo die Minecraft-Strecke ist, will ich auf jeden Fall noch einen schöneren Bahnhof hin, einen etwas größeren Bahnhof hinbauen. Ich weiß nicht, ob es ein reiner Güterbahnhof werden soll oder auch ein Personenbahnhof, weil Personenbahnhof auch nicht schlecht wäre. Denn da hinten, wie gesagt, soll ja etwas, ein paar Wohnungen, ein paar Häuser hin mit, ja, mit Fabriken und sonst irgendwas, also Industrie ein bisschen. Deswegen, hatte ich halt hier vor, dann ein bisschen Wald zu roden, auch noch. Genau, und dann, ja, soll ich das sagen? Hier Wald roden, Bahnhof hinbauen, zumindest für die Güterstrecke. Einen etwas schöneren, also jetzt nicht so wie bei Finn da hinten. Ich, ganz ehrlich, das ist jetzt einfach nur so open, da ist es einfach nur ohne Dach, ohne Haus, sonst irgendwas. Hier will ich dann etwas Schöneres hinbauen, mit Gleisen und dann eventuell auch Personenzügen. Weil es nicht, ob ich Personenzüge bis nach da hinten mache. Oder vielleicht eine zweite Minecraft-Strecke, so zweite hier parallel, auch mit Antriebsloren als Personenzug. Kann ich auch mal Creative ausprobieren. Und ja, auf jeden Fall da halt hier, was ich auf jeden Fall machen möchte, ist dann ein Personenbahnhof in dem Sinne, dass hier dann die U-Bahn-Strecke verbunden wird, die dann nach da hinten führt und zum Strandhaus und eventuell da hinten irgendwo hin. Also es ist noch sehr viel geplant. Was für genaue Ideen oder was genau ich da hinbauen werde, muss ich noch schauen. Hier will ich auf jeden Fall keinen so großen Hafen machen. Hier will ich das Ganze eher so ein bisschen schöner, ländlicher machen. Mein Haus soll jetzt ja auch nicht das Riesenhaus, was heißt Riesenhaus, es wird dreieinhalbstöckig werden. Deswegen, ne, also da wird ordentlich Platz drin sein. Muss ich einfach gucken, was ich da alles reinbauen werde. Ich würde dann auch sagen, dass es dann mit der Folge hier war. Nichts Besonderes mehr habe ich hier zu sagen. Ist ja ein guter Satzbau hier. Ich probiere jetzt hier einfach mal ein bisschen am Strandhaus aus. Wie schön man das Ganze hier machen könnte. Jetzt gucke ich erstmal, wo kann man die Tür reinmachen? Da. Also schön in die Mitte. Genau, und dann einfach irgendwie hier so ein paar kleine Räumlichkeiten und hier dann mit Erweiterungen. Kann ich da eventuell noch so einen kleinen Steg machen zum Reinspringen? Paar Fische oder auch so eine Anglerstelle. Einfach, wo man sich dann in Anführungszeichen hinsetzt, also mit so Treppen. Und dann hier irgendwie sitzen kann und dann angeln kann. Was ich hier machen möchte, weiß ich jetzt nicht. Also an diesem Streifen hier, ich glaube, den kann ich auch einfach unberührt lassen. Ja, also ich finde, das ist einfach so ein schöner Badesee, den wir hier haben. Der ist Minecraft Beach. Wie heißt das Biom? Ah, das ist sogar ein Ozean. Finde ich interessant. Das ist so wie ein kleiner Privatozean. Spannend. Wusste ich nicht, dass sowas als Ozean zählt. Aber gut, ergibt auch irgendwie Sinn mit den ganzen Sachen hier. Also von wegen Delfinen und Fischen und sonst irgendwas. Naja, so. Dann würde ich mal sagen, wartet mit der Folge. Zum keine Ahnung wievielten Mal. Ich würde dann sagen, ciao, bis zum nächsten Mal. Lasst Kommentare, Bewertungen, sonst irgendwas. Und ciao, bis zum nächsten Mal.